Hi Leute, hier ist Yagusua, es ist der 6.7. Und hier gucke ich gleich nochmal rein. Ich will mal, den packe ich mir mal in ein Lesezeichen. Und ich will euch aber jetzt nochmal ganz kurz was anderes zeigen. Und zwar Angriffslook. Ja, den hier habe ich versemmelt. So, hier, zack, zack. Also wirklich, dass ihr seht, ey, yo, der Guzu hat's drauf. Also wirklich mit der Partie, mit der Strategie, mit der Taktik, Queen und Heiler, mega geil. Ich komme darauf in den nächsten Videos irgendwann nochmal zu sprechen, dass ich dann nochmal so ein richtiges Special mache, wie man was macht. Weil ich gemerkt habe, wie gesagt, vom Powerbang Gaming habe ich mir das ja abgeschaut, weil der das ja wirklich gesagt hat, hier 100k in einem Tag und so weiter. So, wenn ihr das jetzt, wenn man das hochrechnet, ich möchte es jetzt gerade nicht machen, bloß wie gesagt, effektiv kommt man ungefähr auf 10k in einer halben Stunde, kriegt man hinten mit einem Boost. Das läuft auf jeden Fall. Und ich habe das aber nochmal verändert. Ihr seht es auch, überall habe ich irgendwo mit Mauerbrechern zu tun. Wir gucken dann in mehrere Angriffe noch rein. Ganz klarer Fall, weil es einfach mega episch ist und einfach nur mega Gaudi macht. Und wenn man Glück hat und wirklich einen relativ easy Gegner hat, sogar zweimal hintereinander angreifen kann. Und das ist mega prall, finde ich. Und somit hat die Taktik vom Powerbank Gaming auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Das schon mal dazu, wie gesagt, weiter. Sachen seht ihr da noch. Jetzt kommt aber Folgendes. Ich wurde gleich von Hondo wieder eingeladen. Nee, dankeschön. Das passt schon. Und zwar gehe ich jetzt in den Clan Wild Style. Und wir sagen beitreten. Hier ist der Guzua. Mal gucken, wie lange sie brauchen. Weil er ist ja nicht voll. Er ist ja in Anführungsstrichen nur zur Hälfte voll. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird. Aber ich denke mal, so lange wird es nicht dauern. Grundsätzlich noch dazu, kann ich ja immer gleich quatschen, dunkle Kaserne eben noch 4,5 Tage. Aber dann ist eben erst der Erdbebenzauber, also der Earthquake Spell fertig. Der ist mir wirklich total Rille. Ich würde dann eben gleich gerne wechseln sozusagen und sagen, komm hier jetzt gleich den Eilzauber mitmachen. Und das wäre richtig geil bei meiner Taktik, ganz klar. So, da gehe ich natürlich logischerweise nach unten. Die haben gesagt, wir haben megamäßig Dinger hier am Start. Und das will ich natürlich sehen. Lootpolizei, SOS werden festgenommen wegen übertriebenem Loot. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. So, und zwar hat... Ja, ich würde mal sagen, da hat der Kaito nicht, also ich nenne ihn jetzt einfach mal Kaito, hat er nicht zu viel versprochen, weil er schrieb über Instagram, ja, der Guzua hat auch Instagram, Guzua-Instagram, nee. Guzua-YouTube, und er schrieb immer, oh hier, ich habe immer über 500k von beidem und ich komme aber nie irgendwo rein und so weiter und so fort, weil ich ja wirklich jetzt epische Angriffe schon wirklich ewig nicht mehr gemacht habe. Und ich dachte mir auch, gut, okay, gibst ihm mal eine Chance, wa? Dann haust mal raus. Ich bin ja immer so gerne einer, der, wie soll ich sagen, der in Anführungsstrichen immer noch so klein denkt, sage ich mal. Kann man das so sagen? Whatever. Auf jeden Fall dieses... Er schrieb dann nämlich auch, ja, die meisten denken eh nicht, dass du kommst. Ja, klar, ich bin mittlerweile mit 11k nun nicht mehr der allerkleinste YouTuber, aber gerade das ist doch dieser Mega-Splash directly in the face, wenn man dann sagt, gut, okay, ja, der Guzua ist doch am Start, so sieht's aus. Das finde ich eben total geil. So, und jetzt gucken wir mal, was er hier gezogen hat. Erstmal schauen wir überhaupt. Also... Er selber hat einen King 8 und Queen auf 5, was in Ordnung ist. Also ist er logischerweise Town Hall 9, logisch. Also oder höher, glaube ich aber nicht, dann wäre er ziemlich gerusht. Und hat eben 205 Bogies am Start. Da würden wir natürlich erstmal gucken. Also wie gesagt, natürlich mega Loot-Gegner auf jeden Fall. Also da brauchen wir uns nicht... Oh, ey, und das sind Silber 2, ey, kranker Kack. Aber hier seht ihr, hier nochmal kurz zur Analyse. Hier seht ihr das eben auch. Hier gar nicht mal so voll. Und dann hier eben die volle Produktion, richtig was am Start. Und
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will nur das Dunkle, sage ich jetzt mal, hier will man natürlich nicht nur das Dunkle, das ist klar. Aber dann würde ich schon eher gucken, dann die Bohrer nur und nicht so sei, zu sagen, jetzt zum Beispiel mit meiner Taktik, wenn ich jetzt mit der Queen reingehe, dann zu sagen, oh, ich brauche jetzt da das dunkle Lager, das ist totaler Quark. Also hier wirklich erstmal Minen und Sammler abchecken und dann sehen wir weiter. Wir haben 1,5 Minuten, beziehungsweise Kaito hat 1,5 Minuten gebraucht, mal gucken, mit welchem Ergebnis. Ja, ich meine, was war anderes zu erwarten? Sind wir mal ehrlich. Ich meine, wir haben Bogies, natürlich nimmt er Bogies, wa? So, aber ich bin natürlich trotzdem noch, ja, genau. Also immer so halbwegs im Kreis um den Magierturm rum, dann passt das eigentlich ganz soft und chillig. Und wie gesagt, der Sammler, den würde ich ganz gerne sehen. Den würde ich richtig gerne sehen. Wir haben nicht mehr so viel. Ah, okay, jetzt. Die Queen hättest du aber in dem Fall noch längst nicht zünden brauchen. Längst noch nicht. Weil die Zeit ist dir nicht weggerannt. Das ist safe gewesen. Und du hast effektiv wirklich Energiepunkte verschenkt, weil jetzt in einem der letzten Videos war es halt so, dass es hieß, ja, die Queen wird nicht geraged, die wird nur unsichtbar gemacht. Nein, das kann man so nicht sagen, weil sie wird ja zeitgleich auch schneller, also sie ist dann im Rage, kann man sagen, was man möchte. Klar, beim King ist es natürlich krasser, wo man dann richtig sieht, okay, Wut und so weiter und so fort. Faktisch ist es aber so, sie ist nun mal schneller und stärker in dem Bereich, somit ist es für mich ein Rage. So, hätte noch nicht sein müssen, gucken wir mal weiter. Also ja, klar, die Queen kümmert sich da halt drum, logisch, so. Genau, richtig, ganz genau. Ganz genau, hier sehe ich das nämlich auch. Klar, die Gefahr mit dem Minenwerfer ist da. Aber wenn ich einen komplett vollen Sammler, also einen richtig rappelvollen Sammler habe, dann muss ich gucken, da reinzugehen. Ganz genau, CB, die ist dann erstmal auf die Bauhütte, war es bestimmt gegangen. Aber richtig, da wollen wir hin. Die Magier halten das aber, denke ich, genau, die halten das auch so weit aus. So ein bisschen was, ah, jetzt der zweite Hit, dann wird schon, ja, genau, nice. Also, grundsätzlich ist dazu zu sagen, nice Loot kann man nicht meckern, aber war jetzt auch nicht mehr als bei anderen, muss man sagen. Du hattest natürlich mehr angeboten bekommen, aber mehr geholt auch nicht. Aber klar, logisch, geil. So, und da sind wir beim nächsten von Kaito, wo ich auch wieder sagen muss, Alter, Alter, das ist, wie gesagt, das steht mit meinem fettesten Raid, den ich mal gepostet habe, von mir selber eben gleich. Wirklich, das ist ein mega Ding. Also entweder du hast echt mega Luck oder du bist halt wirklich eindeutig in der richtigen Liga. Weil wie gesagt, so ein Loot ist schon echt phänomenal. Genau, CB einfach nur weggegiftet. Dafür macht er sich elendig gut. Ich sehe das ja eben momentan auch bei mir. Ich meine, momentan bin ich gerade am Upgraden, hatte ich ja gleich am Anfang gesagt. Aber wirklich echt mega gut macht er sich da. Wir reden hier jetzt von 500k, 600k. Absolut kranker Scheiß. Absolut krank. Und wie gesagt, es ist ja schon der zweite Angriff. Also das ist ja nicht der erste, der so viel Loot sozusagen zur Verfügung hatte, sondern der zweite. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Das müsste fast außerhalb der Range vom Magierturm sein. So, wir haben noch ein paar. Ja, da hätte ich dann ganz ehrlich, da hätte ich da den Bohrer noch platt gemacht. Aber ansonsten passt das. Mega geil, natürlich, logisch. Alter, 4K Dunkles. Wie gesagt, die kriegt man in dem Fall nicht, logisch. Da ist dann wirklich nur außen rundherum ziehen angesagt. Aber hier sehen wir eben auch wieder vollkommen richtig. Hier, wenn dann von der Seite. Hier sehen wir, da ist der Sammler leer. Da war schon jemand dran. Hier ist auch nicht mehr so ganz krass voll. Klar, genug gibt es natürlich immer noch, logisch.
Aber das ist schon echt eine richtig krasse Nummer. Das brauchst du nicht probieren. Das ist eine Sache, das geht nicht auf, weil man sieht es sogar schon, bei Magiern geht es gerade noch so, aber sobald die jetzt zum Beispiel maxed sind, kannst du auch vergessen. Da dauert es ewig mit dem Gift. Und wie gesagt, sowas, Bogies, Barbaren, kein Thema, die springen rein, sind tot, passt, einwandfrei. Aber wie gesagt, so eine Queen brauchst du nicht probieren zu vergiften. Und man darf auch nicht vergessen, sage ich mal, dass wirklich die Bogies in dem Fall ja auch echt nicht viel kosten. Das heißt also, du hast nicht mal vom Angriff her gesehen so wirklich viel verballert an Elixier. Also von daher echt mega. Das ist komisch, dass ich schon wieder durch die Nase spreche. Es nervt voll. Die Sache ist die, den ganzen Tag Nase komplett frei. Ich komme in eine Wohnung, in eine Unterkunft, zack. Nase zu. Ich denke auch, das gibt's doch nicht. So, Fabian hat rausgehauen. Das ist so normaler, sag ich mal. Ich mach dir mal was schneller. Das ist so, wo man sagt, ja, das ist okay, nichts weiter wild und fertig. Sogar noch schön über 50%, einwandfrei, passt. So, dann haben wir hier noch eine WTF-Base. Ja, auf jeden Fall. Klar. Die läuft natürlich richtig fett. Ja, das ist auch schon kein bisschen Loot mehr. Wie gesagt, sobald eine 3 vorne steht, ist das wirklich schon richtig geil. So sehe ich das. Klar, man muss natürlich auch gucken, dass am Ende auf der rechten Seite die 3 steht und nicht nur auf der linken Seite. Klar, weil wenn die 3 weiterhin auf der linken Seite steht, dann wisst ihr, habt ihr was falsch gemacht. Zum Beispiel ein Disconnect oder so. Das wäre natürlich dann nicht so toll. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Und guck mal, wir haben noch 100 Bogies. Und beide Helden. Du hättest da noch einiges mehr reißen können, theoretisch. Die Sache ist die, du. Ich meine, klar, du hast dir gesagt, gut, okay, komm, die Helden muss ich jetzt nicht wegballern. Aber schau mal, wirklich, ich hätte es mir jetzt einfach zur Aufgabe gemacht, zu sagen, gut, okay, hier in dem Bereich, klar, wir haben hier Fläche, wir haben hier Fläche, das ist eine richtig enge Kiste, ganz klarer Fall. Aber du hättest sagen können, zum Beispiel, von hier noch ein bisschen geklärt, dass du ein bisschen dichter an den Bogieturm rankommst und dann King und dann dahinterher noch Bogietürme. Ja, genau, du kannst auch erstmal Bogietürme droppen, das wäre natürlich ziemlich geil. Dann springen die schön übers Feld, ganz genau. Nee, also. Dann Bogiturm klar gemacht und dann eventuell noch ein Bohrer, weil du siehst selber, King und Queen sind noch relativ low. Da geht noch einiges, ganz klar. Ich glaube, ich hau hier nochmal zwischenzeitlich einen rein. Hier, ich glaube, den nehme ich. Ich glaube, ja, Expo 2 passt, das ist nicht weiter wild, aber so ganz easy wird es auch nicht. Das weiß ich hundertprozentig. Wichtig ist, erstmal vorsichtig logischerweise zu klären, weil nicht hier, dass ihr wer weiß was für Trauben bildet und dann kommt eine Luftbombe und fertig ist aus. So, und dann geht es darum, außen und also an beiden Stellen außen zu klären, dass da nichts mehr ist. Dass, wenn hier jetzt innen drinne an der Seite hier noch was ist, dass es nicht weiter wild, das könnt ihr mit der Queen auch klar machen. Aber außen, weil die soll nicht woanders hinrennen. Das ist das Wichtige, dass die Situation ausgenutzt ist. Ich drop jetzt hier mal schön meine Mauerbrecher. Zack, und schon bin ich drinne. Vorsichtig. Mit Mauerbrechern darf man aber auch nicht zu spendabel sein, sag ich mal, weil die können dir auch ganz schnell das Gegenteil bewirken, dass die sich irgendwo freisprengen, beziehungsweise irgendwas freisprengen, wo du gar nicht mit der Queen hin willst. Und dann hast du ganz schnell mal die Brille uff, würde mein Vater sagen. Zack, ja genau, ziemlich nice und das war's. Das war's. Leute, guckt's euch an. Es ist nicht schwer, eigentlich. Aber man muss halt das Richtige machen, ganz klar, und im richtigen Ablauf. Das war's. Der Kampf ist gewonnen. Also klar, der Kampf selber noch nicht, aber ich krieg definitiv das Dunkle. So, jetzt seht ihr auch, Bohrer sind leer. Also, ich krieg definitiv alles aus dem Alex-Lager. So, jetzt muss ich gucken, dass mir die Queen hier nicht abballert.
Ich werde da ein Heal-Spell nehmen. Das reicht mir schon, denke ich. Weil ich will jetzt nicht noch einen Heiler weghauen. Das ist, denke ich mal, nicht nötig. Das passt. Und wie gesagt, mit den Mauerbrechern ein bisschen spendabel, nicht zu spendabel sein, so meine ich das. Sonst kann das Ding schnell mal in die Hose gehen. Jetzt überlege ich, brauche ich den Rage noch? Ja, den brauche ich. Den haue ich jetzt raus. Dann habe ich gleich ein bisschen Ruhe. Und sobald das Rathaus gekillt ist, sage ich, zack, das war's. Ich bin raus. Ich habe 1,9 gezogen, habe 400 Dunkles ausgegeben, weil ein Minion in dem Fall 10k Dun 10 Dunkles kostet. Ich habe ausgegeben 50k Alex und was weiß ich, 12, 13, 14k oder sowas an den Mauerbrechen. Also das ist alles Pillepalle. Habe aber schön easy 2k Dunkles gemacht. Und jetzt kommt ihr. Einfache Sache, große Wirkung. Ihr seht es dann gleich nochmal. Ich hau dann nochmal einen Angriff raus. Bis dass ihr das halt wirklich seht. Es ist nicht, wer weiß wie schwer. Aber man muss halt ein paar Regeln auf jeden Fall beachten, dass man wirklich sieht, okay, so und so könnten die laufen. Das und das mache ich da lieber nicht. So ist es einfach. Hier haben wir auch wieder im Silber-2-Bereich fetten Loot auf jeden Fall. Also ich muss echt überlegen. Also wenn ich das sehe, da werde ich schon ein bisschen lootgeil auf jeden Fall. Also ob man dann sagt, ah, komm, gehe ich noch weiter runter. Also wenn ich das echt sehe, dann kommen mir echt schon die Tränen. Weil ganz ehrlich, ich meine, klar, ich hätte den Gegner jetzt nicht angegriffen, weil ich nur 960 Dunkles bekommen hätte. Aber wenn ich sehe, dass so viel Alex und so viel Gold zu holen ist, dann macht man den natürlich auch noch klar. Klar, in meiner Kombination jetzt nur Queen und Heiler ist natürlich eine tricky Kiste, so einen Gegner dann aufzuräumen auf jeden Fall. Aber geht natürlich auch, ist machbar. Bloß dann macht man es natürlich genau andersrum. Dann will man natürlich nicht, dass die Queen drinne ist, sondern dass die natürlich außen rum rennt, logisch. Ah, sehr geil. Oh, und dann inaktive Infernos, die sehe ich besonders gerne, weil man wirklich da die Möglichkeit hat zu sagen, gut, okay, komm, ich krieg für meine Ereignis- oder Ergebnissache auch noch gleich ein Inferno. Zusätzlich kann ich einen Haken hintermachen, einwandfrei. Das ist natürlich auch geil. So, mal gucken. Ich würde sagen, so grundsätzlich ist es eine gute Aufstellung auf jeden Fall, aber wenn du Riesen am Start hast, dann auch immer gleich zwei, drei Mauerbrecherchen. Würde ich machen. Und wir sehen hier, hier will eine Tesla raus. Gucken wir uns mal an hier. Ansonsten halten die Sechser Riesen halt schon richtig was aus. Vollkommen richtig gemacht, Riesen gedroppt, dann gesagt, gut, okay, komm, ein paar Goblins hinterher. Und dann sehen wir weiter auf jeden Fall. Hier, bitte hierhin, bitte hierhin. Das will ich sehen. Das Dunkle hier. Da. Und das wird aber, na obwohl, wir haben noch die sechs Riesen, aber da wären natürlich die Mauerbrecher geil gewesen. Na okay, du gehst halt wirklich, du sagst ja halt, komm, das bisschen Loot, was ich hier außen kriege, will ich. Ich hätte da wirklich knallhart Gas gegeben und gesagt, komm, auch wenn King und Queen daneben sind, plus ich muss auch natürlich auch sagen, ich kann nur von meiner Warte aus sprechen. Ich meine, mit King 18 und Queen 17 kann man natürlich da schon einiges mehr ruppen. Das ist ja wohl mal ganz klar. Aber ansonsten natürlich auch geiler Loot. What the fuck, Base? Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall lief bei ihm nicht so wirklich gut. Das, ganz ehrlich, wer von euch hat das verstanden? Warum bauen die immer zum Rand hin und sagen sich dann, gut, okay, da wird eh keiner kommen oder was? Hallo? Was ist das? Aber gut, ja, wie gesagt. Meistens hat man es ja dann wirklich so, dass man sogar noch sagt, naja, gut, okay, ich würde ihn ja gerne kalt machen, aber er hat einfach dann so wenig Loot, dass man es dann doch lässt. Also so geht mir das meistens, dass ich dann sage, komm, ey, das tue ich mir gar nicht erst an, weil es einfach zu wenig gibt. Ja, auch sehr nice. Auch sehr nice. Ich meine, es gibt halt auch einfach keinen Grund, um Mauern zu bauen.
Ich meine, das ist natürlich dann easy Loot, klar. Und ich sag mal, guck mal, 140k im Goldbereich, das ist schon ziemlich geil. Und da haben wir noch ein bisschen eine kleine Horde Kobolde. Und die räumen schon richtig auf. Also auf Level 5 dann sogar logischerweise noch mehr, ganz klar. Das geht richtig geil ab. Nochmal einmal Loot hier. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt schon, sag ich mal, wie gesagt, das ist gut, aber das ist wirklich schon so, ja, normal halt, sage ich mal. Das ist jetzt nichts super episches. Zumal du wirklich mit den Bogies da dann eher Schwierigkeiten haben könntest. Ich würde dir auf jeden Fall, also Kaito, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auch so wie ich das dann gemacht habe, Bogies, Kobis ein paar und dann, wie gesagt, Riesen und Mauerbrecher auch noch, dass man wirklich nochmal zusätzlich nochmal ein bisschen was Dunkles bekommt und sowas, dass man da nicht total in der Luft hängt. Weil das ist dann einfach schade. Klar ist es cool, du kommst mit deinen Mauern und sowas weiter, logisch, aber das, man will ja dann auch mal ein bisschen was Dunkles, ganz klar. Oh, auch sehr geil, sehr geil. Hol bitte die 5K. Das wäre geil. Wir haben Mauerbrecher, wir haben Riesen. Wenn man es richtig anstellt, ich meine, mit den Infernos wird es schwer. Aber theoretisch wäre das machbar. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt. Aber guckt mal, wir haben in den Bohrern schon richtig was zu liegen. Auf jeden Fall. Hier. Hier, jetzt wird der Bohrer angegriffen. Ganz genau. Also ich bin fast der Meinung, dass es fast alles in den Bohrern drinne. Jetzt haben wir schon 2K gezogen. Bitte, bitte, bitte lass die restlichen Kobolde für das Dunkle. Oh, ja, richtig, richtig. Ganz genau, da. Und da schickst du den King hin. Bitte drop den King. Okay, ja, dann hast du wenigstens, genau, richtig, da hast du wenigstens das. Und ich meine, 3,5K Dunkles, ganz ehrlich, das ist eine nice Nummer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wieder sehr geil. Coole Nummer. Wie gesagt, gönn dir auf jeden Fall das Dunkle. Immer das Dunkle. Ich sehe es wirklich bei dir. Du hast ja auch die Bogies auf 6. Also so ist es ja nicht. Hau den King hoch. Der kann dir echt noch richtig was helfen. Von der Queen ganz zu schweigen. Die hilft immer. So, Fabian haut noch raus. Ja, auf jeden Fall. Auch geile Nummer auf jeden Fall. Aber wie gesagt, hier sehe ich wirklich echt diesen Hang dazu, viel Loot zu machen, aber eben wirklich das Dunkle so ein bisschen zu vergessen. Ich meine, klar, so dunkelgeil, wie ich jetzt momentan bin, muss man natürlich auch nicht sein, klar. Aber man darf das halt nicht vergessen. Also, weil wenn ich jetzt später da sitzen würde und jetzt gesagt hätte, ich hätte die Mauern jetzt noch krasser, noch weiter gemacht, hätte ich dann wirklich da gesessen. Ja, schön, jetzt ist meine Burg komplett maxed out. Und was mache ich mit meinen 15er Helden? Ja, schön. Die müssen hoch. Die müssen hoch. Ganz klare Sache. So. Leider nicht alles. Ne, gucken wir mal. Hier, ganz genau. Den Bohrer, der ist auf jeden Fall auch machbar. Und da würde ich wirklich auf das jetzt komplett verzichten. Wenn ich jetzt noch ein paar Kobis gehabt hätte, da noch rein, aber ansonsten wirklich komplett auf Krawall und direkt reingehen. Dass man hier wirklich hier noch in dem Bereich hier reingeht oder noch einfacher ist eigentlich hier. Von hier reingehen und dann die beiden Sachen mitnehmen. So wäre meine Sache gewesen. Weil wir sehen, hier ist auch noch, hier ist wirklich, also goldmäßig cool,
Aber im LX-Bereich ist dann natürlich fast alles liegen geblieben. Aber es läuft auch noch einiges an Zeit. Aber das war dann. Na, das sieht schon nach Connection Lost aus, wa? Oder Mutti hat gerufen oder sowas, kann ja alles sein. Nee, aber ansonsten war das schon in Ordnung. So, gucken wir mal. So, jetzt wird es aber auch dann zu eintönig. Ich lasse die einfach mal durchlaufen, wie gesagt. Ansonsten möchte ich mich schon mal beim Kaito dafür bedanken, dass er mir da ja, die Möglichkeit halt eben auch gegeben hat, einfach nochmal zu sagen, gut, okay, komm, wir ballern alle Raids einmal im Clan auf, die wir so am Start haben. Und keiner schreibt was. Das ist natürlich auch nicht so selbstverständlich, muss man ja auch mal sagen, ganz klar. Und von daher ist das schon echt eine coole Nummer. Gucken wir mal kurz rein. Ja, sehr geil. Sehr geiler Scheiß. Also ich glaube, der dachte sich auch, mein dunkles über alles auf jeden Fall. Ich meine, mittlerweile kann man es ja wirklich so machen, weil halt nicht mehr geblitzt werden kann. Wobei ich aber echt gedacht hätte, dass es mich doller trifft, dass ich sage, oh, Mist, Mist, Mist. Aber mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, muss ich echt sagen. Also, das ist schon in Ordnung. Nee, aber wie gesagt, da vielen Dank nochmal. Und wie gesagt, jetzt gucken wir gleich nochmal, was der Kaito so base-technisch da zu bieten hat. Und dann würde ich halt da noch ein paar Tipps geben wollen. Und dann soll es das auch gewesen sein für die heutige Folge. Die war heute nur noch mal mega lang. Wie gesagt, eigentlich probiere ich es ja ein bisschen zeitlich ein bisschen einzudämmen. So, gucken wir mal. Na, ich würde jetzt schon mal gleich zu Anfang sagen, eventuell ein bisschen zu früh hochgegangen. Du warst, ja, man sieht es halt, du warst noch nicht mal ansatzweise Maxed Out 8. Aber okay, dafür hast du natürlich schon mit Level 87 die Expos beide. Du hast die Queen immerhin auf 5. Das ist schon in Ordnung. Bloß ich hätte mich wirklich noch ein bisschen länger dort gehalten. Weil ich gehe mal davon aus, kleinen Moment, das sind alles 5er hier. Genau, die sind alles 5. Das heißt, also den hast du dann schon hochgezogen. Aber die hättest du alle, also die anderen beiden sozusagen, auch dann noch auf 6 haben können, bevor du hochgehst. Aber gut, wie gesagt, ich bin auch, wie gesagt, ihr seht es ja selber auch in den letzten Videos, ich bin nicht derjenige, der sagt, oh, du hast aber noch 10 Mauern gehabt und die hättest du noch machen müssen und du hast mit dem King, den hast du nicht komplett oben gehabt. Nein, so auch nicht. Aber ihr seht es selber, hier sind wir noch bei 6er Mauern. Standardmäßig wäre jetzt im Achterbereich 8 gewesen. Eigentlich würde ich niemandem den Kopf abreißen, wenn es erst 7 gewesen wären. Aber die 7er Mauern hätte ich schon gern noch gehabt, auf jeden Fall. Ansonsten, was kann man sagen? Mit den Kanonen gefällt mir gut. X-Bows würde ich eventuell weiter reinnehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich weiter reintun. Weil, was hast du hier? Hier verschenkst du Platz, sage ich jetzt mal. Also hier verschenkst du Range. Und die geht natürlich auch relativ schnell down die Hütte, wenn die Gegner ankommen. Ganz klarer Fall. Ja. Ansonsten das hier eine coole, so grundsätzlich hier eine coole Nummer mit Tesla. Aber da ziehst du natürlich auch keinem die Salami vom Brot. Also mit zweier Teslas, da sagen die sich auch gut, okay. Ja, unverhofft kommt oft. Da sind die dran gewöhnt, denke ich mal. Klar, ich meine, in Verbindung mit den Sprungfallen splasht das dann schon richtig gut, ganz klarer Fall. Aber ist jetzt auch nicht weltbewegend, ganz klar. Mauern würde ich wirklich sagen. Ich weiß, wie das ist. Ich meine, dann sitzt man da und denkt sich auch, oh gut, okay, jetzt kann ich so viel neue Sachen bauen, jetzt muss ich das erstmal machen. Klar, würde ich auch sagen. Aber ganz ehrlich, Mauern hast du da ein großes Defizit. Mauern würde ich bei dem Level wirklich mindestens, also mindestens komplett 7 haben wollen. Ansonsten, verschenktes Geld, verschenktes Geld, verschenktes Geld. Sehr viel verschenktes Geld. Guck mal, wenn dich einer in Anführungsstrichen nur ärgern will, sage ich jetzt mal, und einfach nur ringsherum ein paar Bogies setzt, überleg mal, was du alleine für eine Bombe bezahlst. Das ist wirklich nicht wenig. Ist meine Meinung.
Ansonsten hier so eine Sachen hier halbwegs gut gestellt. Oder hier auch nochmal, du sagst ja halt, gut, okay, die Kaserne vor den Sammler, vollkommen richtig, so soll das sein. Aber ansonsten habe ich eine Nachricht bekommen. So sieht's aus. Luftabwehren wären mir auch ein bisschen ein Tick. Ich meine, sie sind ja schon ein bisschen geschützt hier. Aber wären mir ein Tick zu dicht, zu weit draußen dran. Muss ich wirklich sagen. Das soll es aber dafür gewesen sein. Ich werde jetzt auch gleich wieder den Clan leaven. Und ich hoffe, ihr hattet damit Spaß. Und ja, schönen Gruß an Kaito nochmal. Ihr haut rein. Ciao, ciao.